eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die? Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Ja, ich bin jetzt, sag ich mal, ich habe eine lange Pause gemacht von dem Spiel. Ich habe es halt einfach zu oft gestreamt und auch ein bisschen privat gespielt. Da kam YouTube ein bisschen kurz und dann auch ein bisschen mit der Gesundheit gerade in letzter Zeit ein bisschen nach hinten gerutscht, sag ich mal, das Spiel. Aber jetzt fange ich wieder an. Jetzt geht's wieder los. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr, wo wir waren und wie alles nochmal abläuft. So lange draußen, seit, glaube ich, seit 4 Wochen oder so bin ich nicht mehr drin in dem Spiel. Die letzte Folge, die hochkam, die hatte ich noch auf dem Desktop, die wollte ich schon lange raushauen, aber nicht geschafft, sag ich mal, erst jetzt vor kurzem. So, fangen wir mal an. Wir haben da was freigeschaltet, wir haben uns ein bisschen Kohle sozusagen geholt und legen gleich mal los. Wir haben hier gerade einen Dino abgesetzt, auf jeden Fall. Man sieht hier, die, was haben wir denn? So am schönen Park, ja, hier. So, es gibt auch, es kam auch ein Update raus für das Spiel, besser gesagt ein DLC mit neuen Dinos. Da gucken wir mal, können wir eigentlich da schon Forschungsstationen schicken oder so? Hier können wir auf jeden Fall noch nichts machen, aber wir können die ja losschicken. Ich weiß nicht, ob die neuen Dinos schon mit dabei sind. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen nur ein Dino ausbrüten. Ich bin gerade am überlegen. Ne, ich glaube, die sind noch nicht frei. Ne, sind sie nicht. Hätte mich auch etwas gewundert, wenn die jetzt schon frei wären. Ja, wie Dracorex gehen wir mal. Ab nach Kanada fliegt ihr mit euren Heli und sucht mal nach ein paar neuen Fossilien. Also Forschungszentrum, können wir hier noch was? Nein, hier können wir nichts. Aber irgendwas forschen. Jetzt, wo wir ein bisschen Kohle haben. 300.000, so ungern möchte ich auch nicht. Elektrozäune können wir gut gebrauchen. Erfolgsrate, das hier können wir auch ein paar machen. So. Was haben wir hier für ein Ding? Hier haben wir unseren Fleischfresser. Haben wir hier schon ein Hammett-Labor hingestellt? Ja, haben wir. Sieht alles ganz gut aus mit den Tierchen. Lass mal sehen. Ja, sozial. Oh, weniger Nahrung. Wir haben gar keine Nahrung hier, ne? Hat er doch. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen. Hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Ja, auf jeden Fall. Aber der hat doch hier. Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Aber gut, dann hauen wir hier nochmal so ein Ding rein. Gehege, Futter, hauen wir hier nochmal was hin. So, wir sollen ja nochmal ein Dino ausbrüten. Ich glaube, machen wir... wie teuer ist denn der Dino? Ja, hauen wir ruhig 2 von denen raus. Haben wir noch 1 Million? Ich würde mal langsam auch ein paar Geschäfte aufbauen. Wir haben ja schon ein Hotel. Hier läuft unser Fleischfresser Rex rum. Rex der Erste. So, was war denn eigentlich als nächstes geplant von mir? Ich glaube neue Zäune, aber da würde ich Elektrozäune bauen. Soll ich hier nochmal so ein kleines... Ich glaube, ich mache hier mal so ein... lass mal sehen. Oh, können wir gut verkaufen. Entschuldigung. Kratzt im Hals. Wunderschön kratzt es im Hals. Erkältet bin ich eigentlich nicht, aber ich habe gerade andere Probleme, sag ich mal.
Da lasse ich mich gerade beim Arzt durchchecken. Wenn es die Schilddrüse nicht mehr mitmacht, dann wird es echt hardcore. Ja, ich so viel am Sport mache und ich kann einfach eigentlich gar nicht mehr. Ich bin komplett kraftlos, lustlos. Deswegen kamen auch in letzter Zeit so wenig Videos von mir, weil ich einfach momentan so extrem lustlos bin. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und dann habe ich mich noch daran erinnert, Arzt, Schilddrüsenergebnisse waren an der Grenze und dann so, oh, Grenze. Ist es jetzt soweit? Eigentlich sollte ich erst Ende des Jahres wieder untersuchen lassen, aber nee, ich glaube, bei mir macht es halt einfach nicht mehr. Also es kann nur die Unterfunktion sein, weil erstens diese ganzen Symptome zeigen das hin und das Schlimme ist, wenn du sogar noch, sag ich mal, als Sanitäter zu Rettungshelfer gemacht hast und lernst die ganzen Sachen, Ich sage Ihnen etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ich Dann weiß passt du nicht, immer wie so Sie es mehr gemacht drauf haben, auf. nur, dass Sie es gemacht haben. So, da haben wir ihn, unseren Triceratops. Hey, Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus, aber nur für eine knappe Woche. Ja, zwei sollten eigentlich reichen, aber ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen Wald reinmachen. Oder habe ich hier schon Wald drin jetzt? Ah, da sieht man sogar noch die Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hatte mir auch überlegt, für die Leute, die das Video halt bei mir zuschauen, ist jetzt los. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. So, das heißt Wissenschaft, Mission Nummer 1. Mission prähistorisches Leben. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms. Triceratops können wir doch locker machen. Das heißt dann halt, muss man das Forschungsteam jetzt losschicken nach Ich wusste, dass Sie Triceratops. auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ja, lassen wir mal Triceratops jetzt hier mal alles ab. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Also, die sehen gerade alle zufrieden aus. Stritonimus würde ich jetzt Wir hier noch machen mal einen große reinhauen. Fortschritte. Ich stehe Zwei. möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ja, immer ruhig, Mädel. Oh, wir haben den elektrischen Zaun abgeschlossen. Sauber. Der, wie ich finde, manchmal gar nicht so großartig ist. Aber trotzdem haben wir den. Treffsicherheit hauen wir nochmal raus. Wir können jetzt hier nochmal alles raushauen gerade. Wo haben wir den? Hier. Und dann haben wir den. Ja, hier haben wir den. So. Was machen wir? Machen wir erstmal ein paar Gehege. Ich weiß nicht, ob ich so ein kleines Gehege noch machen soll. Lassen wir aber mal unseren Stratomimus hier raus. Der erinnert mich an meinen Hund, ey. Wirklich, dieser Blick, ich schwöre, der hat einen richtig süßen Blick, der Hund. Der Hund. Der Dino. Genauso wie mein Hund. Früher, also meine Hunde sind leider schon verstorben, aber. Sag mal, diese Augen, wisst ihr? Auch wenn die seitlich gehen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran. Muss ich ehrlich sagen. Hatte mal zwei Huskies. Sibirien-Huskies. Wirklich, Alter, wenn die dich angeguckt haben. Oder dich angebettet. Na gut, betteln haben sie eher selten getan nach Fressen, aber. Es war schon lustig. Ah, können wir noch einen? Wie teuer war denn jetzt der Dino eigentlich? Wir haben doch schon 50% des Genoms. Ach ja, wir sollen ausbrüten lassen. Stimmt. Ah, Mann. Ich gerade hätte von mir. Ich habe nicht drauf aufgepasst, was der hatte. Doch, wo schicken wir ihn jetzt mal hin?
Ach, lass ich doch mal beide fliegen noch. Ja, man sieht gerade nur die beiden hier bekommen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch mal einen Fleischfresser raushauen soll. Hier, einen zweiten. Also 550, nee, spare ich mir erstmal. Ja, Gewinnspanne sieht gut aus. Machen Sie weiter so. Warte, wie kriege ich ihn pro Minute? 129.000 ist ganz okay gerade. Die Leute mögen das hier gerade. Guck mal so, was kann ich mal? Dino-Schmaus. Das hier mache ich, da kriegen wir 22, Betriebskosten 30, aber kriegen 22 Dollar pro Minute, das ist ganz gut. Man darf auch nicht zu teuer einstellen, man muss so gucken, dass man so einen guten Wert findet. Einkaufen, mal sehen. Ah, 723 sollte auch reichen. Kleiderladen nochmal. Mal einkaufen wieder. 813 lassen wir mal so. Ist der schon fertig? Ja, sauber. Erst haben wir schon geschafft. Und da ist er. Aber können wir mal zurückgehen? Wir müssen mal gucken, wie die sich jetzt hier, weil diese manchmal auch. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Ja, da muss jetzt mal was trinken gehen. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Hakenwurmparasit sollen wir jetzt mal forschen. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ah ja. Haben wir hier nochmal Hakenwurm für den Fossilien. Locker wieder was zu verkaufen. Ah, 70% haben wir auch gleich. Locker, easy. Also das läuft richtig rund gerade. Aber ich will den Dracorex, den könnte man da auch noch reinhauen. Man darf nur nicht zu viele reinhauen. Das heißt, man muss so mehrere Gehege machen. Für den Tyrannosaurus Rex braucht man ein Einzelgehege. Ich glaube, den würde ich hier in die Ecke hin machen, das Gehege. Hier dann für den Tyrannosaurus, aber muss ich erstmal gucken, ob ich das oder ob ich hier einfach. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, der Erste, ob man das ne? nicht hätte vermeiden ja. können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. So, jetzt weg mit denen. Ah, das arme Dino. Lion ist gestorben. So, Leute, ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, wer will, die, die würde ich auch in die Dinos als Namen machen. Eure YouTube-Namen, wer in die Kommentare schreibt, wer es überhaupt haben will, kann ja mal reinschreiben mit ich oder sowas. Ihr könnt auch eurem Wunsch-Dino schreiben, also von, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir von wem haben. Ich glaube, wir haben drei, vier von den, drei haben wir, glaube ich, von ihm hier. Der zweite, drei Triceratops müssten wir haben. Zwei von den Edmontosaurus. Dadurch, dass einer gerade gestorben ist von denen, haben wir von Strutimus vier ein Stück. Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Kriegen wir hin, zwei Fleischfresser-Fossilien finden. Wir haben hier 1, 2, 3.
3 haben wir auf jeden Fall. Ja, 6 müssten wir sogar haben. Also jetzt 5, da einer ja gestorben ist. 5 von denen. Und ein Rex, aber Rex lassen wir mal so als Namen, als Spitznamen. Aber wie gesagt, ihr könnt alle in den Kommentar schreiben, wer will. Den verewige ich dann auch so. Wir schicken hier nochmal einen los. Es ist jetzt gerade nicht viel passiert, ne? Oh. Wir bauen aber in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr auf hier, jetzt mit Zäune. So,